Hallo, herzlich willkommen bei Bruder geht reisen. Heute bin ich wieder in Paris unterwegs und gehe die bekannte Notre Dame anschauen. Viel Spaß dabei! Leider können wir die Kirche nur von außen anschauen, weil es am 15. und 16. April 2019 einen Großbrand gegeben hat. Das seht ihr hier auf diesen Bildern, wo ich jetzt einblende. Darum schauen wir die ganze Kirche nur von außen an, aber auch das ist eindrücklich. Hier können wir die Notre Dame von vorne sehen. Wir haben hier extrem viele Tauben vor der Kirche. Hier sieht man gut die kleinen Figuren, die am Ecken stehen. Kennt ihr den Film noch, Glöckner von Notre Dame? Das spielt hier auf dieser Kirche. Hier ein Ausschnitt davon. Können wir wieder die Figuren sehen, plus hier sieht man jetzt schon das Gerüst, wo sie eingerüstet haben wegen dem Brand. Hier sieht man es jetzt ganz genau, wie das Gerüst aufgebaut ist mit einem Kran, wo sie die Notre Dame dann jetzt langsam wieder aufbauen möchten. Hier sehen wir das Ganze noch ein bisschen von weiter weg, so können wir auch gut schauen, wie groß der Brand eigentlich war. Hier haben wir den Fluss mit dem Namen Seine. Der führt durch die Notre Dame oder vor der Notre Dame durch, da könnt ihr sogar eine Schiffsbootsrundfahrt machen gehen. Hier habe ich die Kirche noch ein bisschen von nahem gefilmt, so dass wir nochmal die Schönheit der Kirche einfangen können und natürlich auch nochmal sehen können, wie die jetzt hier am Bauen sind. Damit sind wir am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen Rundgang rund um die Notre Dame. Wenn ja, würde ich mich freuen auf einen Daumen nach oben, abonniert mich doch auf meinen sozialen Medien und besucht meine Website. Bis bald bei Bruder geht reisen. Wenn es wieder heißt, wir sind in Frankreich unterwegs. Tschüss!